Hallo meine Lieben, wir sind hier wieder unterwegs in Walheim und ich bin entladen und bin hierher gelaufen und wir sind hier am Wasser, da unten ist aber alles am Blinken. Ich weiß nicht, ist da irgendwie was, was wir letztes Mal nicht aufgehoben? Ah ne, das ist ein Neck da im Wasser, okay. Dann lass die da mal da, wo sie sind, die brauche ich nicht. Auf jeden Fall wollten wir hier schauen, weil wir letztes Mal hier so ein bisschen Kampf gehabt haben, ob hier noch wer ist. Das machen wir mal gerade und dann müssen wir weiterschauen, ne? Nach dem Intro geht's dann weiter. So, dann wollen wir mal gucken, ob hier noch jemand ist. Hier waren die letztes Mal, diese Grauzwerge oder was das auch immer war. Also hierher habe ich drei Wildschweine, glaube ich, gehabt und einen Gräuling. Und hier ist jetzt aber, glaube ich, nichts, oder? Ist hier irgendwo eine Hütte oder sowas? Ne. Also wo wir hier jetzt eigentlich für sind, ist jetzt gerade ein Zinnvorkommen zu finden, ne? Und hier vor mir ist doch was, oder? Auf jeden Fall, das müsste jetzt Zinnvorkommen sein, alles. Ist hier irgendwie noch was? Ich glaube, wir können mal ganz in Ruhe hier gerade anfangen, den abzubauen. Da ist unser Zinn. Hier vorne ist auch noch was. Da ist noch mehr. Du könntest was zu essen vertragen. Dann wollen wir das mal schnell machen. Der Pilz ist gleich alle und Rippchen fehlen. Das andere ist noch okay. Gut. Das kostet uns wohl Energie hier abzubauen oder was? Raschelt irgendwo, aber ist keiner da, oder? Hier hinter dem Baum ist auch noch was. Okay. Hier ist noch mehr. Noch was? Ist da hinten was am Strand? Ist da rechts was? Ne, ist eine Wurzel, oder? So. Da vorne war noch was im Wasser, vielleicht kriegen wir das noch, aber dann werden wir nass, habe ich auch keinen Bock drauf eigentlich. Aber wo war das? Naja, ist egal. Ich glaube, wir gehen mal hier weiter rein in den Düsterwald gucken. Ist da vorne was? Da ist so bläulicher Nebel, das was zu bedeuten. Nee, ich glaube nicht, oder? Da hinten ist ein Viech. Oh, ich höre schon wieder einen mehr. Aber ich glaube, wir laufen mal gerade erstmal ein Stück raus hier. Okay, die hat man doch gesucht, ne? Graue Zwerge.
Wenn sie beide auf einmal, ich glaube ja, ne? War da jetzt noch ein dritter oder nicht? Gute Frage, ne? Ne, ich glaube, da war kein dritter, oder? Aber hier war gerade irgendwie was, was mich interessiert. Da oben ist doch so ein Hubbel. Ist das Kupfer? Ist das hier Kupfer? Ne. Aber da ist Kupfer, da ist glänzt doch hier, oder? Jep. Gut. Aber irgendwo höre ich wieder einen, oder? Ist hier irgendwo einer? Da ist er. War da doch noch einer? Ist das Gift? Das ist giftig jetzt, was da gelb liegt, oder? Oh, noch einer. Ist da noch einer? Hart umkämpftes Kupfervorkommen, oder wie sehe ich das? So, ich sehe keinen mehr. Das heißt, wir machen mal gerade die Karte auf. Scrollen da rein. Machen uns einen Punkt. Und sagen wir mal hier Kupfer. Damit wir da wieder hinfinden, ne? Und dann können wir hier mal was abbauen, oder? Die sind von da auf jeden Fall gekommen, also haben wir alles im Blick, oder? Ne, ist noch nicht abgebaut, da war nur die Spitze noch besser, oder? Hört sich komisch an. Noch sieht uns keiner, ne? Okay. Wieder keine Kraft, müssen wir gerade warten. Jetzt geht's weiter. Okay, wir können nicht aufnehmen. Ist der Rucksack voll? Nee, ist er nicht, aber ich sehe schon. Wir haben hier Traglast erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt nach Hause. Gut, das heißt Richtung Wald, das ist hier, das passt dann schon. Und dann müssen wir in der Hütte zurück abliefern. Vielleicht haben wir ja jetzt mittlerweile genug, dass wir was bauen können. Müssen wir mal schauen, oder? Hier sind bestimmt irgendwelche Necks, die hier rumfliegen. Irgendwo war jetzt ganz nah ein Hirsch, aber den brauche ich jetzt auch nicht. Jagen einfach aus dem Grunde, weil das bringt ja nichts, weil wir nichts mitnehmen können. Ne? Dann müssten wir irgendwas ablegen, was wir gerade nicht brauchen. So, der Weg müsste der richtige sein zu unserer Hütte. Hinten sieht man noch den Sonnenuntergang. Da hinten ist unser Feuer. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Vielleicht sollten wir hier mal platt machen, irgendwie einen Weg durchmachen oder sowas. Dass wir nicht immer irgendwo gegenlaufen, hier wie diese Sachen hier. Ah. Naja, laufen wir erstmal in die Hütte. Und dann gucken wir mal, was hier passieren kann oder nicht passieren kann, weiß ich nicht. Tür schließen wir erstmal und dann gucken wir mal auf die Werkbank. Und wir können auf jeden Fall erstmal was heile machen. So, und dann ist hier aber nichts Neues, ne? Lederbrustpanzer, Leder, zerklumptes Hemd. Nö.
Ich fühle mich ausgeruht auf jeden Fall. Wir können auch nichts upgraden. Jetzt können wir aber gucken, ob unser Hammer, der auf 4 liegt, was anderes kann. Feuer ist klar. Hier können wir so einen Skiguard machen. Hier ist so ein Gitter fürs Dingens. Möbel. Standholzfackel. Ja, wir können nur den Maibaum noch bauen, den wir irgendwann da geholt haben. Aber sonst sehe ich jetzt gerade nichts, was wir mehr machen können. Das ist ein bisschen schade, oder? Herstellung. Was ist denn mit unserem Zeug hier? Wir haben noch jetzt hier das ganze Material mit. Können wir jetzt immer noch nicht einschmelzen. 23. Ah, okay. Kupfer ist nicht ganz viel geworden. Weil wir das hier abliefern müssen vielleicht, ne? Okay, das heißt raus zweimal und dann gehen wir mal gucken, wie sieht es denn mit den Truhen aus? Können wir hier was reinlegen? Harz, Harz geht hier rein. Und das ist nicht hier drin, das ist alles nicht hier, glaube ich, drin. Dann gucken wir hier rein. Hier ist Leder. Röppchen, aber die sind roh. Was ist das hier für Holz? Ja, das ist einfach aus Holz. Dann können wir das da auch reinlegen. Dieses Auge ist hier nicht. Stein ist hier auch nicht. Da geht erstmal nichts. Was haben wir da? Da sind Steine drin, aber die sind voll. Aber dieses Auge können wir hier reinlegen. Ja, dann ist hier nichts mehr drin. Ja, das ist roh, das müssen wir noch gucken, ne? Gut, und dann haben wir nur noch die eine Kiste. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts reinzutun, oder? Doch, das können wir tatsächlich einen Stein loswerden. Mehr nicht. Gut, das ist jetzt alles. Jetzt fehlt es uns doch noch an einer Kiste. Dafür brauchen wir aber Holz. Ich fange an zu frieren. Und wir können aber gucken, dass wir hier gerade noch was zu essen machen, oder? Ja, und dann müssen wir mal gucken. Aber ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nur zwei Kupfer mit haben. Das reicht wahrscheinlich nicht, dass ein Rezept dafür entsteht, oder? Das ist ein bisschen ärgerlich. Und da müssen wir Holz holen. Und eine Kiste bauen. Wo wir da noch was reintun können, oder? Schauen wir mal. Ist der zweite schon fertig? Nee, ne? Dauert noch einen Moment, oder? War, du hast keine kochbaren Gegenstände. War der schon fertig? Will ich lieber mal gucken, oder? Muss wohl so sein. Sonst wäre er nicht da in den Stack gegangen, glaube ich, ne? Gut. Warten wir, bis der Geist. Aber wir hätten natürlich aus dem Dunkelwald mal Holz holen können. Pinienholz oder was das war, ne? Ja. Hier leuchtet irgendwas. Passende Waffe haben wir. Haben wir gerade Faustkampf oder was? Wo ist denn jetzt meine Waffe da? So, jetzt hat es endlich geklappt. Einen Stein haben wir jetzt gekriegt. Ne, doch, das Harz haben wir auch gekriegt. Gut, jetzt ist die Frage. Ja, wir brauchen Holz. Können wir eigentlich hier fällen, oder? Die Birke ging, glaube ich, noch nicht. Zu stabil. Die Buche ist gleich in einem Satz weg, aber wir können nicht tragen oder was? Ah, wir haben das Dingens nicht aus. Sag schon, wir haben das Erz nicht weggebracht. Das ist schlecht. Das war schlecht. Haben wir hier. Da ist auf jeden Fall Erz reinzutun, sehe ich gerade. Das haben wir schon. Und da ist auch Kupfer. Überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt vorhin.
Jetzt haben wir nur noch Traglast 95, okay. Und Tür zu lieber. Und jetzt müssen wir wieder Holz haben, ne? Wo war die? Ah, da ist schon der nächste gespawnt, aber wir haben das passende Werkzeug an der Hand. Jetzt einmal. Den Stein brauchte ich jetzt nicht und das Holz auch nicht. Ich wollte vielleicht nur den Harz haben. Und hier war jetzt das Holz, oder? Die Buche. Ey, nicht mein Haus kaputt machen, ne? Auf der anderen Seite ist es cool, wenn er da schon runterrollt, dann wollen die so weit laufen. Er ist echt wirklich weit gelaufen. So, da haben wir das ganze Holz. Aber eigentlich hat man wahrscheinlich drinnen genug, ne? Jetzt müssen wir gucken, was wir überlegen. Was wir in der Kiste machen, ne? Ich glaube, wir müssen anbauen. Was lag da jetzt? Ah, eine Blume, okay. Ja, ich würde aber sagen, das machen wir, wenn es wieder hell ist. Wir können ja mal gerade ins Bett gehen und schlafen. Und dann würde ich aber auch sagen, ist die Folge erstmal durch. Ich bedanke mich fürs... Ah. Wo ist der andere? Vielleicht auf der Seite auch noch ein. Was fällt euch ein? Hier ist mein Zuhause. Ihr habt hier nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Ist hier noch irgendwas zum Aufheben? Nein. Tschüss. Gut, Tür zu, ab ins Bettchen und nächsten Tag gucken wir weiter. Ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch ein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.